Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingestuppert hier bei Heisenberg zockt. Snowtopia ist das Spiel und wie man relativ deutlich sieht, es geht um Schnee, Skifahren und so weiter. Also um relativ angenehme Sachen, wenn man Schnee und Skifahren mag. Gut, das Spiel, das kommt am 26. Januar raus und gibt es dann bei Steam. Was es kostet, weiß ich leider noch nicht, das stand noch nicht dabei, aber ja, ich glaube nicht, dass das Unmengen kostet. Gut, lasst uns mal beginnen. Ich hätte gerne ein neues Spiel und zwar, hier haben wir Pyramiden, Pfeile, Dingens. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Das sieht am einfachsten aus. So, neues Spiel, es lädt. Ich war schon mal kurz drin, um zu gucken, wie es so aussieht. Und ich muss sagen, mir gefällt es, zumindest optisch schon mal sehr gut. Hallo, was machst du hier draußen mitten im Nirgendwo? Hast du dich verlaufen? Hier gibt es nichts außer Schnee und natürlich mich. Ich starte gerne mit einem frischen Spaziergang in der eiskalten Luft in den Tag. Oh, du möchtest das Skigebiet deiner Träume bauen. Wenn das so ist, bist du hier genau richtig. Dreh zunächst eine Runde um die Berge und zieh dir... Ach, das ist einfach so ein Tutorial im Prinzip. Okay, wir drehen mal eine Runde. Und man sieht, das sieht schon nett aus. Man kann eben auch, guck mal hier, ganz fett reinzoomen. Man kann den Kamerawinkel noch ändern ein bisschen. Ja, sieht doch putzig aus. Was haben wir hier für ein schönes Gebäude? Snowtopia, das ist wohl, ja, das Hotel, keine Ahnung. Muss ich noch was machen? Hier haben wir so eine Checkliste. Spielhilfe öffnen. Ja, die hatten wir hier. Okay, sehr gut, gar nicht schlecht für den Anfang. Wäre ja auch dumm, wenn du dich nicht richtig auskennen würdest. Das ist wohl wahr. Und mach dir keine Sorgen, ich habe ja ein paar Anrufe getätigt und viele sind begeistert und wollen dir helfen. Wir können hier, okay, mach mal. Das ist die Hilfe, die kann wieder raus. Ein ganzes Team hat sich freiwillig gemeldet. Okay. Mit einer funktionierenden Arbeiterunterkunft. Platziere das Gebäude neben dem Bereich, in dem dein Skigebiet entstehen soll. Dann haben Arbeiter einen kürzeren Weg bis zu dem Bereich, ja, an dem sie etwas bauen. Das kennt man von solchen Spielen. Also, wo wollen wir denn eine Piste haben? Ich denke, Auswahl haben wir hier genug. Wir haben hier runter, ist ein bisschen zu wenig steil. Da gibt es wahrscheinlich auch Abenteurer, die gerne das Ganze ein bisschen steiler hätten. Hier vielleicht. Das würde heißen... Arbeiterunterkunft, die haben wir hier. Wenn ich einmal klicke, dann kann ich drehen. Dann ist das Gebäude platziert, dann kann ich es nicht mehr verschieben, aber dann kann ich es dafür drehen. Machen wir dich mal hier hin. Jawohl. Okay, muss ich da noch was machen? Jawohl, da steht ja. Teile Freiwillige zu. Freiwillige. Kein Freiwilliger. Freiwillige. Aha, okay, einfach hier klicken. Gut, jetzt ist alles bereit für deinen ersten Bau. Nimm dir einen Augenblick Zeit und zieh dir den Berg und das umgebende Gelände in Ruhe an. Stell dir das fantastische Skigebiet vor, das sich schon bald hier befinden wird. Pisten, Skilifte, aber auch die wunderschöne unberührte Natur. Ich kann es kaum erwarten. Und du? Ja, ich freue mich auch drauf, sonst würde ich nicht spielen. Also, oh, da kommt schon wieder was. Heilige Schneeflocke. Ein Skigebiet direkt hinter meinem Haus. Ein Traum. Okay, wenn trotz aller Mühen keine Skifahrer kommen, muss es ein Problem mit der Verbindung zwischen Zugangspunkt, Skilift und Piste geben. Oder der Skilift ist geschlossen. Okay, ich bin schon mal gespannt, welche der murksigen Sachen ich hier auch wirklich alle hinkriege, von wegen, dass dann der Skilift einfach zu ist. Mal gucken. So, ich hätte hier gerne nochmal einen Freiwilligen. Das sind zwei Punkte, dann kann man wahrscheinlich auch zwei reinsetzen. Also, wir haben gesagt, wir wollen hier lang. Baue einen Skilift. Bauen wir mal. Fix geklemmte Einer-Schlepplift, okay. Fix geklemmter Zweier-Sessellift. Ne, wir fangen an mit dem Schlepplift. Wo muss ich dich hinsetzen? Irgendwo hier wahrscheinlich. Ja, und dann entsprechend drehen. Ach, das kann man, okay. Das ist schon ein fertiger Skilift. Ich dachte, wir hätten zwei Gebäude und dann verbinden. Worüber denkst du? Wo machen wir dich hin? So, dass wir noch ein bisschen Platz daneben haben und eben runterfahren können. Das gibt wahrscheinlich noch keine Mörderstrecke. Ah, da ist er doch, der Skilift. Oder der Schlepplift. Okay, und der ist jetzt wahrscheinlich im Bau. Ja, befindet sich im Bau. Das machen die Leute, die hier wohnen. Die Freiwilligen. Sehr gut. Dann baut mal schön. Das nächste, baue eine Piste. Die haben wir hier. Schmal, durchschnittliche Piste oder breit. Wir machen mal schmal. Und jetzt stand irgendwas von wegen Zugangspunkten. Steht das hier auch noch? Wo war's? Da. Wähle eine Breite aus, bevor du eine Piste von der Bergstation des Skilifts bis nach unten ziehst. Also, das muss irgendwie verbunden sein. Okay, das wäre mal ein Anfang. Dann geht das hier runter. In die Richtung, ich glaube, auf die Bäume müssen wir keine Rücksicht nehmen. Die werden entfernt, dachte ich. Oder hoffe ich zumindest mal. Und dann wollen wir irgendwie hier hin und dann da rein. Geht das?
Jawohl, das geht. Gebäude wartet auf Arbeiter. Sehr gut. Dann machen wir. Wir können hier auch ein bisschen das Ganze beschleunigen. Da sieht man, wie es hochgezogen wird. Gleich wieder zurück mit dem Tempo. Weil ich möchte nichts verpassen. So, stimmt das soweit? Müsste. Ne, da ist irgendwas noch. Ein Freiwilliger fehlt. Zack, einmal freiwillig. Dann öffnet es automatisch. Hier ist auch offen. Und hier ist auch offen. Ja, dann würde das passen. Oh, da kommen schon welche. Guck mal. Da kommen sie angerasselt. Die fahren hier mitten durch die Arbeitersiedlung durch. Das ist aber egal. Hauptsache, sie kommen. Ja, schön. Funktioniert. Sieht ja putzig aus. Kann man hier irgendwie... Oh, Moment. Skikreislauf. Die ersten Skifahrer sind bereits da. Sie stellen sich am Lift an. Sie fahren nach oben und sausen dann die Piste runter. Haha, aber manche von ihnen können nicht gut Skifahren. Oh. Das kriege sogar ich besser hin. Wie auch immer, ich muss los. Ich habe plötzlich große Lust, selbst auf die Piste zu gehen. Mach mal. So, ich möchte mal hier... Ich kann aber nicht, weil immer auf der Suche nach einer Herausforderung. Los, genieße den Augenblick. Was könntet ihr schon bei einer Piste, einem Skilift und Skiern an den... Gehen wir Skifahren? Das macht großen Spaß. Jawohl. Zu diesem Zeitpunkt im Spiel sind die Skifahrer auf der Suche nach einer Herausforderung. Also Pisten, die ihrem Können entsprechen. Aber auch nicht schwer sind. Achte beim Bauen darauf, wie steil deine Pisten sind und versuche sie möglichst gleichmäßig anzulegen. Okay, da haben wir doch eine ganze Ladung an Leuten. Wir sollen mal den hier, genau. Ziele mit der Kamera. Habe ich ja nicht gemacht, das wird ja nicht markiert. Benutze das Zielsymbol. Ah, so, okay. Dann kann ich nämlich ein bisschen ranzoomen. Zeige den Besucher, nein, den Besuchsverlauf des Skifahrers an. Wo haben wir denn den Besuchsverlauf? Haben wir gerade gemacht, okay. Baue eine grüne Piste, das haben wir. Aha, das nächste wäre dann, baue eine blaue Piste. Okay, oh, die sind hier grummelig, weil sie warten müssen wahrscheinlich. Wie kann man das denn lösen? Müsste man das irgendwie verbreitern? Ich weiß, oh, der dampft hier schon richtig, der Kollege. Gut, können wir hier mal irgendwie einsteigen nochmal? Ja, ein bisschen ranzoomen können wir noch. Aber mehr geht nicht. Ja, aber trotzdem natürlich nicht. Können wir da auch, bevor wir jetzt eine weitere Piste bauen. Oh, falscher Knopf. Ich hätte das hier gerne weg. Genau, ich wollte mal bei einem mitfahren. Kamera drehen. Jawohl. Da fällt mir doch gerade wieder ein, dass es schön wäre, wenn es da mal so eine Ski-Challenge gäbe. Da gibt es auf dem Kanal ein, zwei Videos von. Ja, mehr sogar. Aber irgendwie haben sie das eingestellt. Das war halt so Abfahrt. Im Prinzip eine Abfahrt machen. Gegen Zeit und gegen Gegner. Sehr schön war das. Hat mir extrem gut gefallen. Gibt es aber leider nicht mehr. Dafür haben wir jetzt, dafür haben wir jetzt hier tatsächlich schon ordentlich Leute. Okay, die blaue Piste sollen wir bauen. Vielleicht hilft das ja. Sollen wir die mal hier rumziehen? Ich nehme an, eine blaue Piste ist das hier. Eine durchschnittliche. Ja, da kommen wir raus. Gehen hier runter. Und dann hier rein, wenn es hinhaut. Zack, müssen sie natürlich noch zuerst bauen. Okay, haben da die ersten schon keine Lust mehr? Ja, sie fahren hier ein bisschen. Ja, ist natürlich Käse. Wir bräuchten einen anderen Lift. Ich sehe es schon. Aber solange wir die Aufgabe nicht haben, ich meine, im Prinzip könnten wir natürlich das Teil hier noch bauen. Macht das Sinn? Wahrscheinlich ja, aber dann... Ja eben, das ist halt nicht, was die möchten. Ich warte mal noch, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil bis jetzt haben wir ja auch noch keine Meldung. Doch, da haben wir sie doch schon, genau. Warteschlange ist problematisch. Ja, aber solange wir nicht wissen, was wir dagegen tun müssen. Mal gucken, wie es jetzt mit der Piste aussieht. Baue eine blaue Piste. Wir haben aber noch keinen Haken hier. War das keine blaue Piste? Echt jetzt? Kommt man hier oben? Doch, da kommt man eigentlich hier lang. Da kommt man auch lang. Grün wäre es auch. Oder fehlt da noch jemand? Ne, offen ist sie. Aha, war interessant. Um eine blaue Piste zu erhalten, musst du sie auf durchschnittlichem Gefälle bauen oder Kurven integrieren. Aha, blaue Pisten sind für mittelstarke Skifahrer gedacht. Okay, was ich gebaut habe, ist aber eine breite Piste. Wir müssen da uns irgendwie runterschlängeln, hieß es. Ja, dann schauen wir mal. Dann bauen wir mal nochmal eine. Durchschnittliches Gefälle, durchschnittliche Piste. Ich glaube, es ist egal, ob wir das oder das machen. Ich nehme trotzdem... Ne, ich nehme mal das dünnere nochmal. Glaube ich, einfacher. Wenn wir jetzt hier einfach rausgehen. Ja, das geht schon mal.
denn irgendwie, ne? Du kannst keine Skipiste bauen, die bergauf führt. Ich mach doch, das geht doch nicht bergauf, Jungs. Geht das bergauf? Okay. Ja, dann geht das nicht. Wo bauen wir die denn? Geht's hier runter? Wir müssen schon irgendwo natürlich einen Abhang haben. Das würde gehen. Und jetzt hier schlängeln. Und wieder zurückschlängeln. Und hier eine Kurve. Und da rein. Ja, jetzt müssen sie wieder erst bauen. Also geschlängelt hat's. Die Frage ist, ob das genug schlängelt. Durchschnittliches Gefälle. Oder Kurven integrieren. Also Kurven haben wir. Ja, mal gucken. Bauen sie doch doch. Sie bauen. Wir stellen noch mal kurz hier ein bisschen schneller. Und man kann hier, ich habe schon gesehen, ja, auch Servicegebäude etc. stellen. Ich weiß nicht, wie viele Gebäude da drin sind. Das wird man rausfinden später. Klappt es jetzt hier? Nee, das ist immer noch keine blaue Piste. Sehe ich das richtig? Oder ist sie noch zu? Nee, offen ist sie. Schmal. Schmal ist sie. Okay, muss das doch irgendwie... Jetzt geht uns da langsam der Platz aus. Wisst ihr was? Wir machen mal jenseits vom Tutorial, machen wir mal kurz was anderes. Wir werden jetzt mal so einen fix geklemmten machen. Möchte hier aber auch nicht rauf. Der Skilift ist zu kurz. Ach sogar, okay. Oh, ja. Eieiei, mach mal. Haben wir eigentlich irgendwo Geld? Ich nehme an, ja. Wir können wahrscheinlich nicht einfach wie die Irren hier bauen. Sehe ich das richtig? Aber ich sehe hier irgendwie keinen Betrag. Ja, ich baue jetzt einfach mal. Skilift wartet auf Techniker. Okay. Da sind sie am Bauen. Der wartet. Nein, ich gehe mal zurück. Skifahrer, der auf Hilfe wartet. Oh lala, hat hier einer da irgendwie... Ja, hier, guck mal. Gestürzt. Wie kriegen wir den wieder gewuppt? Kann ich hier irgendwas machen? Breit, Piste. Skiwachhütte. Was machen die? Werkstatt, Forschungslabor. Ich würde sagen, das wäre schon am ehesten der... Das sind deine Ersthelfer. Okay, wir machen eine Ersthelfer-Dingens. Kann ich das hier oben hinstellen? Tatsächlich, wie cool ist das denn? Gefällt mir, gefällt mir. So, Skilift Ahoi. Der ist noch geschlossen. Da fehlen wahrscheinlich die Freiwilligen, würde ich sagen. Zwei rein. Dann stimmt immer noch was nicht. Fehlt da der Zugang zu hier hinten? Hier fehlt wahrscheinlich der Übergang, dass man das hier mit zusammen nutzen kann. Da kommen aber schon welche. Oder kann ich da einfach öffnen? Nein. Ja, wir gucken mal schnell. Okay, wenn ich hier Piste nehme und das irgendwie verbinde. Okay. Hilft das was? Müssen sie natürlich wieder zuerst bauen, das ist mir klar. Deswegen machen wir nochmal schnell volle Pulle. Jetzt. Geschlossen, nicht verbunden. Oh, okay, aber womit muss denn der verbunden sein? Oder fehlt hier einfach die Piste oder was? Ne, der andere Skilift, der lief auch, ohne dass wir die Piste gebaut hatten. Da stellt sich mir ein bisschen die Frage, womit der eben noch verbunden sein müsste. Wir machen mal eine Piste. Ne, eine durchschnittliche war das wahrscheinlich. Und gucken mal. Ob wir hier lebend runterkommen. Na, geht das? Ja, aber das ist noch nicht fertig. Nein, nein, Jungs. Nein, 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 nein. Ist noch nicht Feierabend. Wir möchten hier noch weiter. Hier eine Kurve und hier unten müssen wir halt irgendwie wieder rein. Hier können wir ja hier rein. Das müsste doch eigentlich gehen. Der Rest der Piste ist dann die Piste, die wir halt schon haben. Das müsste klappen. Ach, jetzt fährt er auch. Schau mal einer an. Okay, keine Ahnung warum. Vielleicht wirklich muss man zuerst die Piste machen, das kann natürlich sein. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das als blaue Piste gilt. Ob das zählt, wenn das Teil fertig ist. Wir machen nochmal ein bisschen schneller. So, wird hochgeklöppelt. Das Ding, da sieht man's. Plupp. Noch nicht plupp, nein. Bald plupp, jetzt. Immer noch nicht. Okay, interessant. Und der liegt immer noch rum, der ist doch schon lange erfroren. Hier fehlen wahrscheinlich die Freiwilligen. Zack. So, Freiwillige rein, bitte helft mal dem jungen Mann. Da liegt noch einer. Guck mal, ist ja Mord und Totschlag. Das ist richtig brutal, das Spiel. Aber hier bist du daher geschossen, komm. Dem gefällt's. Dem gefällt's definitiv. Wird das auch schon genutzt hier? Jawohl. Oh, da fährt einer hier runter.
Das würde ich gerne. Moment, wenn ich ihn erwische. Ich erwische ihn nicht. Ich muss irgendwie einen nehmen, der hier oben ankommt. Die Aussicht ist schon mal nicht so schlecht. Kommt da nochmal einer oder warte ich jetzt hier vergebens? Da ist noch einer. Kann ich hier rein? Ja, dann sieht man ihn einfach hier. Nicht ideal, aber man sieht ihn. Okay. Ja, sollen wir jetzt dann noch runterfahren? Ich weiß auch nicht. Man hat ja nicht eine Ego-Perspektive. Ist aber schon eine relativ coole Geschichte hier zwischen den Felsen durch. Und es klappt ja auch, wie man sieht. Sehr gut. Aber das mit der blauen Piste mag nicht so richtig funktionieren. Durchschnittliches Gefälle oder Kurven integrieren. Das haben wir eigentlich gemacht. Würde ich mal sagen. Also Kurven haben wir hier und Gefälle haben wir auch. Da ist mir nicht ganz klar, was sie noch wollen. Aber ist jetzt auch nicht so ein Drama. Ich würde sagen, wir gucken hier schnell. Wir hätten gerne noch eine Imbissstube am Berg. Das wäre doch hier oben eigentlich noch relativ wichtig. Zack, sehr gut. Muss auch noch gebaut werden. Was haben wir sonst noch? Pistenraupenhangar. Auch dich wollen wir. Wenn wir ja nicht auf die Finanzen achten müssen, können wir das mal machen. Mal gucken, wo wir dich hin machen. Ja, muss irgendwie hier sein. Okay. Zack, sehr schön. Dann haben wir noch eine Werkstatt. Ein Tropfen Öl und eine Drehung mit dem Schraubenschlüssel. Guck mal, die Verletzten sind weg. Also die arbeiten dort schon. Dann kämst du, wenn es nach meinem Gusto geht, hier hin. Und dann haben wir als letztes noch im Moment ein Forschungslabor. Was machen sie denn da? Unter dem Hammer wird die Zukunft geboren. Aha, das wissen wir jetzt natürlich alles noch nicht. Stellen wir aber trotzdem auch schon mal hin, einfach damit wir es haben. Zack. Und hier, jawohl, hier, das arbeitet, das Ding. Sonst, sie macht im Einsatz, genau. Sonst würden hier immer noch die Verletzten rumliegen. Hier immer noch eine Schlange. Hier geht's eigentlich. Die Piste scheint dann doch gewissen Leuten zu gefährlich zu sein. Dann aber umso interessanter, dass wir die blaue Piste noch nicht haben. Naja, wie auch immer. Wir haben... Oh, hier oben ist aber auch was. Da fehlen Freiwillige. Okay. Warum hat das denn doch funktioniert? Das ist ja auch interessant. Ach so, das ist natürlich der Imbissstand. Ja, der hat noch nicht funktioniert. Jetzt funktioniert er. Man sieht, wir haben sogar schon die ersten Besucher. Also das scheint zu klappen. Dann mal runterdüsen. Hier wird noch gebaut. Baufortschritt 0. Okay. Wahrscheinlich, weil die Arbeiter gerade von oben erst runterkommen. Wir können hier aber noch mal kurz das Tempo ein bisschen forcieren und schon sieht man Baufortschritt. Jawohl, da kommt das Ganze in die Gänge. Dann werden sie nach und nach arbeiten. Das ist ja hier die Arbeitersiedlung. Von hier aus kommen die. Und hier ist ja tatsächlich immer noch das Problem, da sind die Leute unzufrieden. Hier ist viel besser. Gebäude wartet auf Arbeiter. Skilift wartet auf Techniker. Das ist alles in Arbeit, Leute. Jetzt müssen wir hier aber wieder Freiwillige zuweisen. Machen wir mal nur einen rein, weil ich glaube, endlos Freiwillige haben wir nicht. Das wird noch gebaut. Können wir trotzdem noch mal kurz rauf im Tempo. Eins nach dem anderen wird hier gebaut. Und ich denke schon, also wenn man hier dann natürlich ein paar so Skilifte hat, das hat dann doch einen relativ dankbaren Wuselfaktor, das Ganze. Gut. Hier noch einen Freiwilligen dazu. Sehr gut. Und hier, das wird noch gebaut. Das dauert ein bisschen länger, das Forschungslabor. Jetzt müsste aber das eigentlich automatisch gehen, denke ich, dass da ein Techniker sich dann auch dem Skilift annimmt, wenn der verlangt wird. Ja, da wird, man hört, gemacht und getan. So, auch hier einen Freiwilligen dazu. Und dann haben wir das nämlich auch. Jawohl. Piste, Piste, Piste. Aber eben das mit der blauen Piste, das verstehe ich nicht ganz. Um die blaue oder um eine blaue Piste zu erhalten, musst du sie auf durchschnittlichem Gefälle bauen oder Kurven integrieren. Das müsste doch hier durchschnittlich sein, würde ich mal behaupten. Und Kurven haben wir nämlich auch. Aber gut, wenn denn dem nicht so ist, dann ist dem so nicht. Aber ich denke, so im Groben haben wir gesehen, was das Spiel will und was das Spiel macht. Ich finde es eigentlich relativ putzig. Ich bin mal gespannt, was da dann wirklich alles drin ist. Also ich werde das mal im Auge behalten. Was man an weiteren Gebäuden hier noch hinsetzen kann. Schön wäre natürlich, wenn man noch irgendwie eine Hotellerie irgendwie machen könnte und so weiter. Vielleicht irgendeine Therme, keine Ahnung, was halt alles hier gebraucht wird in so einem Skigebiet. Ich denke, das Gröbste, das haben wir jetzt mal integriert, nämlich ein Skilift und eine Piste. Und es ist wie im richtigen Leben.
Man wartet, wartet, wartet und fährt dann 2 Minuten runter, um wieder zu warten. Ja, so ist das halt, aber Spaß macht's trotzdem. Danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.